Wusstet ihr, dass die Avocado eine Frucht ist? Dieses Superfood schauen wir uns mal genauer an. Aussehen. Die durchschnittliche Avocado ist ca. 12 cm groß. Die Schale ist entweder runzlig oder glattwandig. Und das Fruchtfleisch cremefarben bis grünlich. Und in der Mitte findet ihr einen ungenießbaren Kern. Herkunft. Die Avocado kommt ursprünglich aus dem tropischen und subtropischen Zentralamerika. Dort wird sie schon seit 10.000 Jahren verzehrt. Die Europäer waren etwas später dran. Die bauen die Avocado erst seit dem 20. Jahrhundert rund ums Mittelmeer an. Und die Ureinwohner Südamerikas bezeichnen sie auch als Butter des Waldes. Wirkung. Die Avocado enthält Stoffe, die den Cholesterinspiegel senken, entwässernd wirken, die Immunabwehr stärken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Außerdem deckt die Avocado ein Drittel des Tagesbedarfs an Ballaststoffen und die Kohlenhydrate in der Avocado sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel lange gleich bleibt. Man bleibt satt und das beugt Heißhunger vor. Die Avocado ist die fettreichste Frucht und deshalb auch eine gute Alternative zu Wurst und Käse für Vegetarier und Veganer. Sie enthält Ölsäure, Vitamin B2 und B6 und kaum Zucker für eine Frucht, auch sehr gut. Viele Kohlenhydrate, gesunde, ungesättigte Fettsäuren, also da schon mal muss ich sagen, ziemlich top. Funny Facts. Wenn ihr testen wollt, ob eine Avocado reif ist, einfach leicht eindrücken mit dem Finger und wenn die Schale geschmeidig nachgibt, dann ist sie perfekt. Ein kleiner Tipp, falls ihr den Reifungsprozess etwas beschleunigen wollt, Avocados reifen schneller in der Umgebung von Bananen und Äpfeln. Wenn ihr sie also in eine Papiertüte zusammensteckt, dann wird das Pflanzenhormon Ethylengas freigesetzt und das sorgt eben dafür, dass die Avocado schneller reif wird. Oder ihr legt sie einfach in eine Schüssel und bedeckt sie komplett mit Mehl, so ist sie licht- und luftgeschützt und das sorgt auch dafür, dass sie schneller reifen kann. Auf den Philippinen und in Taiwan werden die Avocados püriert mit Zucker und als flüssiges Dessert genossen. In Südamerika macht man Eis daraus und in Japan bekanntlichermaßen Sushi. In Indonesien wird aus Avocado, Milch, Kaffee und Rum ein beliebtes Heißgetränk. Und auch sehr populär ist die Avocado-Cremesuppe mit Limonensaft. Wer es gern scharf mag, gibt noch ein paar Chilis dazu. Und bei uns natürlich auch sehr bekannt und beliebt der Dip Guacamole. Der große Kern in der Mitte bringt auch einen großen Vorteil, denn wenn der rausgenommen ist, dann habt ihr eine Vertiefung und die könnt ihr wunderbar mit allem möglichen füllen. Räucherlachs, Huhn, Pilze. Ich mache zum Beispiel gerne einfach ein bisschen Balsamico und Olivenöl reinsalzen und pfeffern und dann genussvoll auslöffeln. Wichtig ist, falls ihr mit der Avocado kochen solltet, dann achtet darauf, dass es nicht zu heiß wird, denn sonst wird der Geschmack bitter und das wollen wir natürlich nicht. Außerdem ist die Avocado nicht nur im Kochbereich, sondern auch im Beauty-Bereich sehr beliebt. Zum Beispiel in einer Gesichtsmaske. Kleiner Maskentipp, das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel Honig und einem Spritzer Zitronensaft vermischen, auf der Haut ein paar Minuten einwirken lassen und das verschafft einen schönen frischen Teint. Endlich mal ein Superfood, das nicht so neu und trendy ist, sondern das wir schon länger hier kennen und genießen. Und ich hoffe, es bleibt auch noch lange so, weil Avocados sind eine tolle Sache. Ich mag sie in Maßen auf jeden Fall gerne, machen eben schnell satt. Aber ohne sie wäre das Leben nur halb so schön. Deshalb Fazit top. Sophie Zahalke hat sich dieses Video gewünscht und ich habe ja gesagt, euer Wunsch ist mir Befehl. Deshalb schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Superfoods ihr das nächste Mal sehen wollt. Liebe Grüße an dich, Sophie, an dieser Stelle.